lange Strecken, große Reisen und Verantwortung für viele Menschen. Unser Reporter Michael Küng wollte als Kind Lokführer werden. Heute lassen wir seinen Traum wahr werden. Einen Tag lang fährt er in der Lok im Intercity von Berlin nach Hamburg. Hallo, Michael. Hallo. Guten Morgen. Christian. Ja. Vielen Dank, dass ich kommen durfte, Christian. Ja. Darf ich mich hinsetzen? Ja, natürlich, klar. Super. Christian Otto ist sein heutiger Mentor, ein erfahrener Lokführer. Was machen Sie jetzt mit all diesen Hebeln hier? Man stellt sich ja immer so vor, eigentlich reichen Gas- und Bremspedal und Endgas. Ja, ja. Wir haben auf dieser Seite Beschleunigung und Tempomesser links. Auf dem Papier in der Mitte stehen die wichtigsten Daten. Ganze 550 Tonnen wiegt der Zug. Heutige Strecke 281 Kilometer. Rechts der Fahrplan. Er zeigt an, wo der Zug halten muss und welche Durchgangsbahnhöfe er passiert. Lokführer, das war der Traumberuf unseres Reporters. Mit 6 Jahren also saß ich das letzte Mal in so einem Führerstand hier, wie sich das nennt. Jetzt bin ich wieder hier und ich muss sagen, es sieht noch fast genauso aus wie damals. Wobei der 6-Jährige, der sieht ja auch nur Schalter und Knöpfe, genauso wie ich jetzt ehrlich gesagt auch. Ja, ich bin ja als kleines Kind immer total auf Zug gefahren und habe die Natur genossen und aus dem Fenster hinaus geträumt. Und daraus hinaus hat sich über die Jahre hinweg dann dieser Berufswunsch vom Lokomotivfahrer entwickelt. Aber ich krieg das dann ganz bald auch mit der Angst zu tun, weil ich einfach Angst hatte, ich würde sämtliche Signale einfach verpassen. Über 30.000 Zugfahrten gibt es täglich. Fast genauso viele Lokführer transportieren 5 Millionen Menschen. Doch im Führerraum sitzt der Fahrer fast immer allein. Was macht die Faszination Lokführer also aus? Im Sinne von Freiheit oder Abenteuer zu sprechen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen hoch, ja. Aber ja, man ist eben unterwegs, ja. Wer also nie ein Büromensch geworden würde, jetzt irgendwo sitzen wollen oder in irgendeiner Werkhalle. Während der Lokführer mit den Technikern koordiniert, wagt sich unser Reporter noch einmal selbst an die Steuerknüppel. Und dann Zug draufgeben. Kann man ihn also jetzt schon auslegen? Für Christian Otto sind die täglichen Fahrten Routine. Doch dann passiert etwas Ungewöhnliches. Wenige Kilometer vor dem Ziel gerät der Zug ins Stocken. Störung. So, wo muss das hier? Eine Zwangsbremsung bekommen hier. Bin ich der Erste hier, der das meldet? Bisher ja. Okay, dann steht der Weiterfahrt nicht so im Gegensatz. Signal ist Freizeitfahrt. Gut, danke. Ja, ciao. Auch das meistert der erfahrene Kollege und die Einfahrt nach Hamburg kann fortgesetzt werden. 2 Stunden später, Endstation in Hamburg. Spaß hat es gemacht, doch unser Reporter bleibt beim Journalismus. Es war ein schönes Eintageserlebnis, aber da bin ich im Journalismus, glaube ich, schon besser aufgehoben.